sind wir wieder zurück. Wir wollten mit euch klären, was ist besser für Kinder, mit klassischer, gezeichneter Animation aufzuwachsen oder mit 3D-Animation? 3D, was Zeichentrick? Zeichentrick ist blöd, Zeichentrick ist veraltet, das ist nicht die Technik. Braucht man überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, Kinder können auch gar nicht mehr Zeichentrick gucken. Biene Maya animiert. Mein Gott, sind wir weit gekommen hier. Okay, du nimmst also die Position 3D. Nein, nehme ich nicht, natürlich nicht. Aber weil dann würde ich die Position 3D tatsächlich nehmen. Ja, ich mache einen Mischmasch wohl eher irgendwie, weil es ist am Ende, glaube ich, egal vielleicht. Das macht jetzt nicht Kinder zu Gewalttätern, wenn sie jetzt einen Zeichentrickfilm gucken oder einen CGI-Film. Aber es ist halt, glaube ich, einfach... Hast du schon mal ein Kind Watership Down gezeigt? Damals haben die auch ein bisschen mehr gehört. Oder vom Winde verweht. Nicht vom Winde verweht. Wenn der Wind weht, war auch sehr nett, sehr schön für Kinder gut anzuschauen. Jetzt muss man natürlich erstmal sagen, was ändert denn die Animation bzw. die Darstellung außer halt die Optik? Weil die Storys, jetzt mal ganz ehrlich, so viel tut sich da nicht. Du bist heute vielleicht ein bisschen offener für verschiedene sexuelle Ausrichtungen und zeigst ein diverseres Publikum, klar. Aber am Ende würde ich mal sagen, was doch gleich bleibt, ist doch die Geschichte. Du hast meistens einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, die ein Abenteuer erleben und daraus lernen, man soll nett zu seinen Freunden sein. Klar, CGI kann auch natürlich visuell viel mehr erreichen als handelsüblicher Zeichentrick, tatsächlich so. Außer man guckt Akira, das ist was anderes, Anime ist nämlich noch ein bisschen was anderes. Aber was man vielleicht anführen könnte, ich bin natürlich bei dir, Du nicht, dass du woanders bist. Zeichentrick versus CGI. Kann man vielleicht sagen, so Zeichentrick, zumindest das frühere Zeichentrick noch, das war noch viel mehr ein Handwerk. Noch mehr von Menschen gemacht, so in der Richtung. Klar, ein bisschen weit hergeholt, aber kann man vielleicht so anführen, wenn man nicht CGI aufwächst, ist man gleich noch mehr in der Technik mit drin natürlich. Genau. Mit der Computertechnik und das sind ja nicht mehr so ungefähr Menschen, die das liebevoll zeichnen müssen, sondern die müssen da auch sowieso hart arbeiten, wie bekloppt, um da auch irgendwas auszukriegen. Ah, du meinst also, okay, das eine wird nur tatsächlich physisch in unserer Welt erstellt, während das andere digital erstellt wird. Das ist noch so mit Liebe gemacht, obwohl CGI, man soll ja keinen Daimler diskriminieren, weil die arbeiten genauso hart wie alle anderen so am Ende. Macht sich immer CGI mal lustig, aber es ist, wo sie auch stundenlang dran sitzen, um mal was hinzukriegen da. Ja, aber jetzt müssen wir mal überlegen, in beiden Fällen geht es am Ende darum, dass da was entsteht. Und das ist ja auch alles, was in eine Richtung gelenkt wird und was ja auch so sein muss, damit wir am Ende ein Produkt haben. So. Und jetzt haben wir aber das Gezeichnete. Ich glaube, da, wo man unterscheiden könnte, wäre theoretisch etwas normal Handgezeichnetes. Das hast du am Ende noch als kleines Blatt vor dir liegen, was dann ja am Ende in diesen Prozess eingescannt wird und so. Und während das CGI ja am PC entsteht. Du könntest theoretisch, du hast was erschaffen, was du in der Hand hältst, das andere ist nur ein Computer. Weil ich würde sagen, tatsächlich am Ende, wo ist der größte Unterschied? Weil du könntest Toy Story, ganz ehrlich, auch gezeichnet erzählen. Und da wird der ganze Schaden verloren. Aber gibt es schon, das ist nämlich der kleine Toaster. Der ist super. Das mochte ich auch gerne als Kind. Der Lieblingsfilm meines Vaters. Sehr schön, hat einen guten Geschmack. Guter Geschmack, genau. Und das ist es aber... Die Storys verändern sich ja nicht groß. So. Und deswegen würde ich einfach sagen, das ist einfach nur ein Wandel, der sich irgendwann vollzogen hat. Die Leute waren damals so interessiert, als Toy Story rauskam, wie man kann das auch mit Computern machen. Ja, dann möchte ich nur das sehen und das sehen, weil es sieht ja schon anders aus. Es gibt Leute, die sagen, das altert schlecht, das CGI. Kommt ja drauf an, wie gut es schon damals war. Jurassic Park CGI ist heute noch ein Standard eigentlich. Richtig, aber Toy Story im Vergleich zu Toy Story 4? Ich habe die Bilder angeschaut und fast gedacht, es wäre derselbe Film irgendwie so ein bisschen. Aber da bist du ziemlich alleine tatsächlich mit der Mann. Ich habe den vor 3000 Jahren gesehen, von daher ist es vielleicht egal. Aber auf jeden Fall nicht so schlimm gealtert wie manch andere Sachen. Ja, aber du kannst zum Beispiel in einem Land vor unserer Zeit heute noch gucken, kannst aber auch, sagen wir mal, Schneewittchen von 1937, glaube ich. Ja, blenden wir ja ein. Kannst du auch noch gut gucken. Das ist so, da ist einfach die Varianz nicht so groß. Mhm. Weil es so etwa dasselbe bleibt. Die Animationsprozesse werden flüssiger, aber
so grob bleibt dasselbe. Was ganz anderes in dem Fall ist Claymation. Oder ja, Stop-Motion. Stop-Motion, so genau, was. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Da ist der Aufwand ja tausendmal höher. Genau, das ist ja wirklich, das ist das, wo man eher sagen kann, da geht es nicht unbedingt nur ums Produkt, da geht es auch darum, dass diese Leute da ihr das überhaupt fertig schaffen. Genau, das ist wirklich ein Liebesprojekt, meist, was die da immer haben. Das ist meist, die wenigen Sachen, die ich gesehen habe von Claymation, sind meist immer fantastisch. Genau. Und da sie nie von Disney sind, gehen sie auch meist ein bisschen weiter, was die Themen angeht. Und werden halt auch ein bisschen schwarzhumoriger. Ja, auf jeden Fall. Was ich aber trotzdem problematisch, vielleicht nicht problematisch, sondern schade finde, einfach so, dass man jetzt alles, was es schon im Zeichentrick gab, jetzt alles nochmal in CGI machen muss. Muss man jetzt wie eine Maya Zeichentrick, muss man wie eine Maya CGI unbedingt machen, nur weil das Kinder gucken müssen, weil sie Zeichentrick nicht mehr aushalten oder so. Da muss doch auch irgendein Gedankenprozess hinter sein. Das ist egal, so ein Kind, was platzt. Ja, ist ein Punkt. Vor allem, ich überlege so, Kinder, die heute mit CGI aufwachsen, ne? Wie wir das anfangs gesagt haben, wenn du denen Vicky zeigst und dann die Vicky, die neue Animationsserie zeigst, gibt es dazu wohl eine Studie, wo man eher hintendieren wird? Das wäre interessant herauszufinden. Weil ich meine, gibt es denn irgendeinen psychologischen Grund, dass man eine dieser Formen mehr mag? Also bei uns ist das ja schon Nostalgie, weil wir sind uralt. Aber jemand, der jetzt, sagen wir mal, 6, 5, 7 ist, nimmt der da irgendwie sofort eine Änderung wahr? Weil ich bin mal ganz ehrlich, früher auf Kika gab es doch diese, und der hat doch gerade Kika, diese animierten Sachen fürs Fernsehen, die dann ja doch noch ein bisschen schlechter aussehen. Mhm. Und dann gezeichnete Sachen. Ich war immer so, das ist mir eigentlich egal, wie es aussieht. Hauptsache, es unterhält mich so ein bisschen. Das gehe ich mal von aus, dass das genau auch so ist. Dann ist es wahrscheinlich eher, dass CGI-Produktionen günstiger sind vielleicht. Dass man da vielleicht noch mal schneller produzieren, schneller machen kann. So. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus bei CGI. Das muss es dann ja eigentlich sein. Und zweitens, warum haben wir keinen Camp Laszlo-Film bekommen? Das war super. Laszlo. Wo dann die Auflösung war, dass der Mann dann tatsächlich irgendwie ein entflohener Sträfling ist. Das ist schon lange her, dass ich die gesehen habe. Das war das neue SpongeBob damals. Ja, L-A-Z-L-O. Laszlo war sein Name. Okay, ich glaube, wir haben die meisten Punkte genannt. Wir sind uns nicht einig. Was meint ihr? Was ist besser? Habt ihr einen Favoriten? Sagt ihr zum Beispiel... Habt ihr eine Meinung? Dann meldet euch. Genau, dann... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns jetzt jeden Tag zur Zeit, glaube ich. Und dann würde ich sagen, goodbye. A Toy Story. Alles hört. Auf kein Kommando. Deutschland.